Das ist die deutsche Version der Suche nach Eiern von Lucanus cervus acbesianus. Das ist die Hirschkäferunterart aus dem Osten, Türkei, Syrien, vielleicht noch ein Stück runter an der Mittelmeerküste Richtung Nahen Osten, Nahosten. Da wir werden sehen, ob wir heute da irgendwelche Zeichen erkennen können von Larven oder Eiern. Und vor allem schauen wir mal, ob die Tiere überhaupt noch leben. Also was wir hier ganz sicher sehen, das ist ein Weibchen hier, das schon tot ist. Hier, ja. Voilà. Und da, und das ist ein Weibchen hier. Weiß nicht, ja, noch, vielleicht nicht, noch nicht so lang tot. Und hier ist das Männchen. Es klebt hier an der Ecke. Ja, mal schauen, ob wir das rausnehmen können. Ja, nicht schlecht. Mal schauen, ob wir den Kerl hier überreden können, mitzukommen. Der hält sich natürlich da fest. Müssen wir da einmal ein bisschen beruhigen, dass der mal sitzen bleibt. Voilà. Hier sieht man ja schön, dass die diese Acbesianus Art, die hat, ja, wenn wir das sehen hier bei den Fühlern, ja, schwierig zu sehen, da ist ein Fühler da, der da rausgeht, bei dem Weibchen noch ein Stück weit so. Die haben 6 Lamellen hier an den Fühlern, vielleicht schwierig zu sehen, man möchte das richtig zählen können, hier das müssen das 6 Lamellen sein auf der Seite. Das ist der Unterschied zu den normalen Hirschkäfern, in Anführungszeichen normal, zum Cervus, Unterart Cervus, die haben nur 4 solche Lamellen an den Fühlern. Wir wollen jetzt mal schauen. Ich habe hier ein anderes Männchen noch in der Box. Das ist jetzt da gerade, es ist hier gerade am Fressen von dieser Aprikose damit beschäftigt. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, aber ich hoffe schon. Hier unten ist das Tier auf dieser Aprikose. Wir werden jetzt das Tier mal da zugeben. Ist vielleicht nicht ganz ideal, weil die vielleicht eventuell kämpfen. Aber ich glaube nicht, dass die sich da jetzt gegenseitig kaputt machen werden. Also rein damit in diese Box und das Weibchen, das sieht, ich glaube, das ist tot. Mal schauen. Manchmal kann man das checken, indem man ein bisschen Wasser auf das Tier spritzt, dann machen die eine solche Reaktion. Auch wenn sie ganz matt sind, sieht man, dass sie eine kleine Reaktion machen und sich dann ein bisschen bewegen. Das scheint jetzt hier nicht der Fall zu sein, also diese Dame ist wahrscheinlich verstorben. Das heißt, ich habe noch ein anderes Weibchen, das schon gestorben ist. Ich habe noch eine Box unten. Das heißt, wir werden mal schauen, ob diese Weibchen jetzt bereits Eier abgelegt haben. Wenn man von oben da drauf schaut, das sieht eigentlich aus wie in jedem Container, Breeding Container, aufgebrauchte Jellies, Stücke von Früchten, die dazugegeben wurden. Die haben gerne solche faulende Fruchtstücke, aus denen die Wasser aufnehmen können, aber auch andere Stoffe, und das kommt jetzt weg. Und natürlich müssen wir jetzt da vorsichtig mal die oberste Schicht abtragen. Da hat es natürlich große weißfaule Holzstücke drin, in der Hoffnung, dass das Weibchen entweder an der Oberfläche dieser Holzstücke ihre Eier ablegt oder doch in der Nähe, damit wir die sehen können. Wenn Sie in der englischen Playlist nachschauen, werden Sie sehen, was bei der Box, die ich schon geöffnet habe, zum Vorschein gekommen ist. Da kommt bisher 6 Eier finden, und wir werden jetzt mal da nachschauen, ob wir da vielleicht noch ein bisschen mehr als diese 6 Eier finden. Dazu müssen wir jetzt diesen Block mal entfernen. Ich sehe da unten bereits eine, ich glaube, ist das eine Larve hier? Nein, das ist ein Stein. Das sah aus wie eine Larve hier. Ist aber ein Stück eines Steins, der so ein bisschen die Farbe hat, wie wenn das eine Larve gewesen wäre. So, hier ist also jetzt, also da sieht man bereits Eier, aber muss ich jetzt vorsichtig sein. Also, ein Ei ist da unten. Hier, ein Ei ist hier oben. Das werden wir jetzt da auch in eine kleine Box bringen. Dazu mache ich wieder so eine kleine Box, in der ich 6 oder 7 Löcher am Rande platziere, damit man ähnlich wie bei den Megasoma oder Dynasia, dass man das Ei da
herunterkullern lassen kann in diesem Kanal und dass man dann von außen sozusagen sehen kann, wie weit die Entwicklung des Eis bereits ist, ob es schon ausgeschlüpft ist oder noch nicht. Das ist eine Art von Kontrolle über den Entwicklungsstand der Eier. Und natürlich, wenn ich jetzt das hier unter der Lupe mache, da muss ich jetzt da schauen. Vielleicht machen wir da noch ein bisschen mehr Licht von der Seite, dann sieht man das da ein bisschen besser dann. Wenn ich jetzt die Eier da rausnehme, das muss ich sehr vorsichtig machen. Da ist also mal eins oben auf dem Substrat, das lege ich jetzt mal da rein, damit man das sehen kann. Das ist also das Eis, ein bisschen noch Substrat klebt ein bisschen dran, das kommt da rein. Nachher von oben ein bisschen zudrücken, voilà. Das nächste Ei ist da unten. Das ist das hier. Voilà. Auch das hier kommt jetzt da rein in diese Box. Deckel drauf. Voilà. Noch kleiner Zwischenschritt. Die Männchen hier sind am Kämpfen. In der Box drin. Sehen Sie das? Die sind also mitten in einem Kampf jetzt da engagiert. In ihrer Box drin. Das ist natürlich jetzt nicht ideal für die Tiere, wenn man da jetzt nicht aufpasst, machen die sich gegenseitig fertig. Und das ist vielleicht lustig, um da mal ein bisschen zuzuschauen. Aber für die Tiere selber ist das natürlich ein sehr stressig hier, wenn die da miteinander kämpfen und so, die können sich schon auch verletzen, obwohl natürlich in der Natur selber passiert da nicht sehr viel. Die schmeißen sich gegenseitig von einem Ast herunter. Und wenn sie dann runtergefallen sind, dann sterben die beim Aufprall nicht, weil die haben ja den Chitinpanzer. Aber wenn man die einfach zu eng zusammenlässt in einer solchen Kiste drin, dann können die sich also schon verletzen. Und deshalb suche ich jetzt hier noch eine zweite Box, um das andere Männchen wieder rauszunehmen, damit sie sich hier nicht gegenseitig kaputt machen in dieser Box drin, damit die hier mehr ein bisschen Ruhe haben und sich ein bisschen erholen können, dass die uns vielleicht noch weiter dienen dann zur Weiterzucht von Lucanus thermus aspecialis. Also nehmen wir jetzt den mal da rein, mal schauen, ob er das überhaupt zulässt. Der ist auch mich schon ziemlich hässig, kein Wunder, dass ich ihn da rausgenommen habe. So. Und der kommt jetzt in die zweite Box rein. Dann haben die wieder ein bisschen Ruhe und müssen sich da nicht in irgendwelchen Grabenkämpfen auspusten. So, gut, machen wir hier weiter mit den Eiern. Gut ist natürlich, wenn man ein schönes Licht hat, um das zu beleuchten, dann sieht man auch diese Eier besser im Substrat drin, denn diese Aufgabe ist gar nicht so einfach. Man muss ein bisschen trainiert sein, um dann gerade beim Durchsuchen des Substrates auf Anhieb diese Eier dann zu finden, die vielleicht einfach nur runterkullern. Besser wäre auch ein Gefäß zu haben mit einem schwarzen Boden, nicht so grau wie das da hier, wo sich dann die Eier auch besser abheben gegenüber dem Boden. Jetzt werden wir mal schauen, ob wir da noch mehr Eier finden werden. Manchmal legen die Weibchen die Eier auch gerade dicht und Holz heran, manchmal sogar ein Stück weit ins Holz hinein. Könnte sein, dass es hier durchgegangen ist und da was gegraben hat und die Eier da jetzt deponiert hat in diesem Zernagsel drin. Da sieht es auch aus, wie wenn das Weibchen hier etwas zernagt hätte von dem Material dieses Holzes. Das Holzstück werde ich jetzt aber nicht in dem Moment nicht aufmachen und da innen nachschauen. Das behalten wir uns auch für später, so in etwa 2-3 Monaten könnten wir da mal einen Blick werfen hinein in dieses Holzstück. Ich schaue höchstens da mal außen nach, ob da vielleicht ein Ei außen noch abgelegt wurde. Und die dann im Substrat liegen, die werde ich dann rausnehmen und hier so vereinzeln. Da zum Beispiel sind so ein Ei. Die sind also recht groß, wenn man bedenkt, dass die, das ist also 4-5 mm, ist das schon groß, dieses Ei hier. Das ist also da, kommt jetzt auch da rein. Diese Löcher oben zumachen, Deckel drauf. Genau, so. Voilà. Und die Suche geht weiter. Natürlich muss man das jetzt sorgfältig genug machen, um nicht Eier bei der Suche jetzt da zu zerstören.
da unten ist noch eins, die sind da ein bisschen gelblich, diese Eier, das ist ein jüngeres Ei, das hat noch nicht diese ganz runde Kugelform, sondern es ist noch ein bisschen länglich, das ist ein Zeichen dafür, dass das Ei noch nicht so, dass man noch relativ frisch ist, das ist jetzt hier oben auf der Oberfläche, das kann man sehen, das ist ein bisschen oval, kommt auch da rein, jetzt haben wir schon vier. Ja, gehen wir da mal ein bisschen weiter. Ich schiebe dann manchmal das durchsuchte Substrat ein wenig zur Seite. Dann kann man hier das noch nicht durchsuchte dann auf die andere Seite bringen. Hier ist nochmals ein Stück Holz. Möglichst dort in den Fingern da durchsuchen. Da hat es relativ viele Würmer drin. Das schadet aber den Hirschkäfern offensichtlich nicht so sehr, weil die sind sich gewohnt als Bewohner des Erdbereichs, dass da auch Würmer dabei sind. Da sieht man jetzt ein Ei. Das ist auch eine typische Situation für eine Eiablage von Lucanus cervus hier. Da sieht man das jetzt also ganz typisch, wie die Weibchen das Ei direkt an diesem weißblauen Holzstück ablegen. Ich versuche da mal ein bisschen frei zu machen, damit wir das ein bisschen genauer anschauen können. Hier ist es direkt an der Oberfläche des Holzes abgelegt, hat es das Weibchen. Und die Idee ist natürlich, dass wenn das Tier da ausschlüpft, die kleine Larve, dass sie dann gleich auch entsprechende Futter vorfindet, wo sich davon ernähren kann, die Larve. Ich werde jetzt aber von dem Holzstück das Ei auch wieder wegnehmen und also da auch vereinzeln. Und dann von außen kontrollieren, ob das Ei sich entwickelt hat. Und hier dieses Holzstück werde ich natürlich jetzt noch weiter ein bisschen anschauen, ob man da was sehen kann. Noch vielleicht weitere Eier deponiert sind. Gleich außen am Holzstück wurde es also gelegt. Das ist wirklich typisch. Manchmal frisst das Weibchen dann auch noch ein bisschen von dem Holz an, dass es so wie eine Vertiefung hat, wo dann die Larve gleich eindringen kann in das Holz. Dass er natürlich schon weich ist, das ist ja schon weich, faul. Kommt da noch eine nächste Portion raus. Da ist noch ein Ei. Das hier. Wenn man das Substrat so wählt, dass es richtig schön dunkel ist, hat man es eigentlich am einfachsten bei der Suche nach Eiern. Dann leuchten sie auch ziemlich klar, weil es ein jüngeres Ei, auch noch nicht so lange her, da es gelegt wurde, ist noch ziemlich oval. Und so geht die Suche jetzt weiter, durch das ganze Substrat hindurch. Ich werde mal schauen, ob wir da noch mehr Dinge vorfinden. Am Schluss dann drehe ich jeweils die Box um, klopfe alles runter, mit Ausnahme dieses Bodens aus Ton, den lasse ich natürlich immer drin. Da unten hat es auch in der Regel kaum Eier, die im Ton selber abgelegt sind. Das lasse ich dann einfach drin. Das war ja vor allem die Idee, dass es da unten richtig schön feucht bleibt und nicht austrocknet. Und jetzt schaue ich mir das in Ruhe nochmals durch. Und am Schluss sehen Sie dann gleich, wie viele Eier das am Schluss da herausgenommen wurden. Danke fürs Zuschauen.